Und ich glaube, man muss Politik einfach viel, viel praxisnaher machen. Politik, das ist debattieren, das ist probieren, Kompromisse zu finden, das ist diskutieren, das ist sich mit anderen messen, in einem Wettbewerb stehen. Es bedeutet aber auch, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, hey, was will ich in meinem Alltag verändern? Wie kann ich das verändern? Was habe ich für Mittel dazu? Und ich glaube, man muss es viel, viel näher und nahbar bei den Leuten machen und weniger so das theoretisch Abstrakte, so wie es heute momentan meistens der Fall ist. Ich habe das Gefühl, da sehe ich wahnsinnig viel Potenzial. Auch jetzt verbunden mit dem Stimmrechtsalter 16, habe ich vorher gesagt, wenn die politische Bildung im Gymnasium stattfindet, in der Oberstufe, dann ist es, bis man mit 16 abstimmen kann, ist der Schritt viel, viel geringer, als wenn man irgendwie noch mal 4 Jahre wartet oder so, bis man schlussendlich mal das Kuvert geschickt bekommt.